Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 279. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr Dank sagen, dass du uns in dieser Welt als Lichtträger gebrauchen möchtest. Aber Herr, danke, dass du uns auch zeigst, dass bevor wir die Welt reformieren können, wir in unserem eigenen Heim anfangen müssen. In unserem eigenen Herzen, unserem eigenen Leben, unserer Familie. In unserer eigenen Umgebung, in unserer eigenen Ortsgemeinde. Herr, hilf uns, dass wir dort anfangen, wo es am allerwichtigsten ist. Dass wir Erfahrungen mit dir machen, die wir dann anderen weitergeben können. Sprich du auch heute durch dein Wort auch so zu uns, dass wir in dieser Hinsicht, dort wo wir sind, ein Licht sein können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 6. Gideon ist berufen worden. Um Israel zu erretten, und er hat den Auftrag erhalten, den Altar Baals in seiner eigenen Heimatstadt. Den Altar seines Vaters zu zerschlagen, was er dann des Nachts getan hat. In Vers 28 lesen wir <laughs> als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen, und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander: Wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt: Gideon, der Sohn des Joas, hat, das getan. hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus. Er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Ascherer Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Wenn wir von Gott berufen sind, sein Werk zu tun, sein Wort weiterzugeben, und Gott uns zeigt, wo auch in unserem engsten Umfeld Dinge falsch laufen, wir sie in seiner Kraft und auch mit seiner Liebe ansprechen und entfernen wollen, dürfen, müssen wir erwarten, dass es zum Teil heftigen Widerstand geben wird. Vielleicht sogar in unserer eigenen Familie, vielleicht in unserer eigenen Ortsgemeinde. Wir müssen damit rechnen, dass das Werk der Reform längst nicht überall auf Gegenliebe stoßen wird. Von dem Tag an nannte man ihn Jerub Baal, indem man sprach, Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jesreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß in Schofahorn und die Rita wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Der Heilige Geist konnte ihn jetzt für eine große Aufgabe gebrauchen, weil er an einer kleinen unpopulären Aufgabe zur Wahrheit gestanden hatte. Er hatte vielleicht ein bisschen Angst gehabt. Ja, er hat es des Nachts gemacht. Er, er war zögerlich gewesen, aber er, hatte, er war gehorsam gewesen. Und Gott konnte ihn gebrauchen. Und jetzt kam der Heilige Geist in besonderem Maße auf ihn, weil die Gefahr so groß war, der Feind so übermächtig. Aber Gott war mit Gideon. Wenn große Gefahren in unserem Leben aufziehen, dann kann Gott diejenigen gebrauchen, die in den kleinen Dingen des Alltags Treu zur Wahrheit gestanden haben, für Reformen eingestanden haben und bereit waren, auch alte schlechte Gewohnheiten aufzugeben und anzusprechen, dass sie geändert werden müssen. Und der sandte Boten ganz Manasse umher, denn Gedeon war von den Abyss Ritern, er war aus dem Stamm Manasse. Und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und der sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich einen Wolf -Vlies auf die Tenne legen, wenn der Tau nur um den fließ sein, der ganze Boden aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Gott, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du gesagt hast. Diese Geschichte ist berühmt, aber wir sollten ein wichtiges Detail hier nicht übersehen. Er hat erst die Israeliten zusammengerufen und dann sich das Zeichen erbeten. Wie viele erbitten sich erst ein Zeichen, ob sie überhaupt irgendwie aktiv werden sollen. Wenn Gott ein Zeichen mehr gibt, dann werde ich in der Gemeinde mitarbeiten oder dann werde ich dies und jenes tun. Aber Gideon hatte angefangen zu wirken, weil der Geist ihn erfüllt hatte, nicht weil er ein Zeichen bekommen hatte. Er hatte schon angefangen und jetzt wollte er sich versichern, ob Gott ihm auch den Sieg geben würde. Lasst uns nicht erst auf ein Zeichen warten, bevor wir das tun, wozu Gott uns aufgerufen hat. Und es geschah so. Denn als er am anderen Morgen früh aufstand und als das und das Vlies ausdrückte, da konnte er tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll. Und Gideon sprach zu Gott Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede, ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Gideon war wirklich eine sehr zögerliche Person. Und das zeigt uns. Dass die Helden der Bibel nicht alles Menschen waren, die von Natur aus so einen heldenhaften Charakter gehabt haben und, und mutig und stark waren. Nein, Gideon hatte seine Zweifel gehabt am Anfang. Er war sehr zögerlich. Selbst als der Geist auf ihm war, hat er noch ein zögerliches Gemüt. Unsere bestimmten Persönlichkeitsstrukturen bleiben auch. Gott kann sie zum Richtigen formen und heiligen. Das ist, sollte uns eine Ermutigung sein, dass auch wenn wir vielleicht eher zögerliche Personen sind, Gott Großes durch uns äh, tun kann. Und Gott machte es so in jener Nacht, allein das Fließ blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herber sprach zu Gideon, das Volk, das beide ist, ist zu zahlreich, als dass sich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet, Gott möchte niemals dass wir seine Siege auf unsere eigene Kappe nehmen, dass wir uns selbst rühmen, weil Gott eingegriffen hat. Manchmal gibt es zu viel menschliche Kraft im Werk Gottes und Gott muss das reduzieren. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000. Vom Volk um, so sodass nur 10.000 übrig blieben. Das war nicht einfach nur so eine Idee, das war tatsächlich in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes in fünfte Mose. Könnt ihr in Kapitel 20 die entsprechende Regelung finden. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab um das, an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Gott braucht nicht die Masse, er braucht Qualität. Wenn wir etwas für Gott tun wollen, müssen wir nicht einfach alle zusammenrufen, die irgendwie vielleicht sich halbwegs überreden lassen. Gott sucht diejenigen aus, die das bewirken können, was er sich vorgestellt hat, weil er sie kennt. Er kennt sie besser. Als wir, wenn wir etwas im Werk Gottes tun, sollten wir auch die Frage stellen: Wen hat Gott erwählt? Wen sendet Gott, damit er mit uns zusammenarbeitet? Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann, alles übrige Volk auf die Knie gefallen um Wasser zu trinken. Nur 300 hatten diesen, diesen Blick dafür, dass sie nicht einfach nur trinken wollten, sondern gleichzeitig schauen wollten, wo der Feind am Horizont ist. Sie haben Wasser genommen und dann so geleckt. Sie waren wachsam gewesen. Gott braucht die Wachsamen, die die, die die Gefahr am Horizont beobachten in seinem Werk. Willigkeit allein ist nicht immer ausreichend, sondern Gott braucht auch diejenigen, die, die wissen, was auf sie zukommt, damit er durch sie einen großen Sieg erringen kann. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben, aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch uns wirken kannst, auch wenn wir von Natur aus vielleicht zögerlich sind, uns unsicher fühlen, oft unsicher sind, ob wir das Richtige tun. Danke, dass du uns trotzdem gebrauchen kannst, wie du Gideon gebraucht hast. Danke, dass du uns trotzdem mit deinem heiligen Geist erfüllen kannst und große Dinge durch uns vollbringen möchtest. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.